So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich möchte heute erstens hoffen, dass ich einen halbwegs ruhigen Ort gefunden habe. Es gibt natürlich wieder mal ein paar Flieger, die hier rumfliegen. Es gibt hier und wieder ein Motorrad, das auf der Straße rührt. Die Straße liegt da hinten im Tal. Eigentlich bin ich aus dem Schallkegel raus. Der kommt da hinten hoch, aber kommt hier meistens nicht mehr rüber. Lediglich ganz laute Motorräder, die hört man möglicherweise, nur dass ihr da Bescheid wisst. Die werde ich nicht hinterher alle rausschneiden, weil ich sie meistens, wenn ich im Laberflow bin, sowieso nicht mehr bemerke. So, es hat sich was Schlimmes zugetragen, nämlich einer, der seit langem ersten, es ist nicht so, dass es nie welche gab, aber einer der wenigen, ganz wenigen Todesfälle durch Braunbärangriff in Europa in jüngerer Zeit. Ja. Ich kenne die genaue Statistik gerade nicht, aber dieser Fall ist jetzt schon interessant, weil wir da vieles dran analysieren können und auch einiges bekannt ist, was für eine Analyse durchaus Sinn ergibt, weshalb es sich lohnt, drüber zu sprechen. Nicht, weil man da jetzt einen riesen Haishi-Bombaishi draus machen möchte, möchte ich zumindest nicht, sondern weil es halt wirklich was ist, woraus wir Erkenntnisse für Wildangriffe, für Raubtierangriffe auf Menschen ziehen können, insbesondere natürlich beim Bär, so wie das hier jetzt der Fall gewesen ist. Man kann aber auch ein bisschen was generell zum Umgang mit Raubtieren vielleicht daraus lernen oder zumindest sollte man den Fall für eben die unrühmliche Statistik der Raubtierangriffe mit Todesfolge weiterhin beobachten und daraus dann eben auch letztendlich zoologisch Erkenntnisgewinn ziehen, damit das Ganze ja, zu was gut war, kann man da nicht sagen. Das ist pietätslos, aber es ist jetzt nun mal passiert und ja, dann kann man da, ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach schwierig, damit sowas umzugehen, bei großem Respekt vor den Hinterbliebenen, großem Anteilnahme für die Hinterbliebenen. Ich tue mich immer schwer, dem Opfer irgendwie mein Beileid auszusprechen, weil das Opfer weilt ja leider nicht mehr unter uns. Und daher, wo auch immer das Opfer jetzt ist, falls es wo ist oder auch nicht da ist, dann ist es da hoffentlich gut aufgehoben und macht sich um solche trivialen Dinge wahrscheinlich hoffentlich keine Sorgen mehr. Ne? Aber für die Hinterbliebenen ist sowas natürlich immer sehr, sehr schrecklich, insbesondere da das Opfer ja noch jung war, ein 28-jähriger, glaube ich, Italiener. Staatsangehörigkeit weiß ich nicht genau, aber er wohnte da, also deshalb wird er wahrscheinlich einer gewesen sein und 28 oder 27 habe ich noch so im Kopf. So. Ja, wie gesagt, der Fall ist relevant für Wildbiologie, für den Umgang mit potenziell gefährlichen Wildtieren und deswegen werden wir uns den genauer angucken und ich hoffe, man unterstellt mir keine anderen Motive, ne? Weil es ist einfach ein wichtiger Fall. Spannend, ja, aber spannend nicht im Sinne von dass man sich freut, dass das passiert wäre, das nun wieder gar nicht. Ja, also ich hoffe, es ist ausreichend klar. Wenn ich es weiter rumdruckse, wird es wahrscheinlich nicht besser. So, was ist passiert? Ein besagter 28-jähriger Italiener geht joggen, das ist wichtig, das Joggen, das 28 ist nicht so sehr, in Trentino, das liegt in den Alpen und da gibt es eine Population von circa 100 Braunbären. Das ist für die Region, wenn man bedenkt, wie menschenleer die ist, erstmal Mittel. Ja? Also es wäre falsch zu behaupten, das sind nur wenige. Das stimmt nicht. Ja? Das sind nicht nur wenige. Es sind auch nicht unglaublich viele. Das Gebiet ist, soweit ich das recherchieren konnte, noch nicht voll besetzt. Da wäre prinzipiell Platz für noch ein paar mehr Braunbären. Nicht mehr allzu viel mehr, aber doch noch ein paar mehr. Und damit bewegen wir uns irgendwo im mittleren Bereich des Kontinuums für die Dichte einer Braunbärenpopulation. So. Und da ist er joggen gegangen und wurde aus erstmal unbekannten Gründen vom Bär angefallen. Diese Gründe werden auch unbekannt bleiben. Wir können aber hier und da ein kleines bisschen spekulieren und ein paar Parameter einfach mal annehmen oder auch andere annehmen und da mal ein bisschen überlegen, was das über Raubtierangriffe aussagt. So, also gehen wir jetzt mal davon aus, dass der Mann joggen geht, falls die Stelle, die man auf diversen Videos sehen kann, wo die Förster gerade den
Tatort, Unfallort, wie auch immer man das genau nennen möchte, den Ort des Geschehens zumindest, absperren, sollte das, wo man die da absperren sieht, tatsächlich der Ort sein, an dem sich das zugetragen hat, wird er wahrscheinlich von entweder dem Weg aus angegriffen worden sein, eine Forststraße, oder von unterhalb des Weges, dass der Bär also die Böschung hochkam. Es handelt sich also um hier der Weg, hier die Böschung runter, hier die Böschung hoch, ziemlich steil an der Stelle, ja? Und dazwischen den Weg, das müsst ihr euch jetzt so vorstellen, und hier wird er wahrscheinlich überrascht worden sein, ist dann, wenn dieser Ort stimmt, ja, das wissen wir nicht, aber gehen wir einfach mal spaßeshalber davon aus, ist dann die Böschung hoch, da oben wurde es dann wieder flacher, also eine sehr steile Böschung, weil da der Weg in die Landschaft geschnitten wurde. Das ist ja ein künstlicher Weg, der in den Hang mit dem Bagger reingegraben wurde. Deshalb erstmal sehr steile Böschung, danach wieder die natürliche Böschung des Hangs. Unterhalb des Wegs auch die natürliche steile Böschung des Hangs. Für einen Bär da hochzulaufen, also überhaupt kein Problem. So, deshalb darf man davon ausgehen, dass der Bär von unten kam, weil dann die Leiche wahrscheinlich oberhalb des Weges gefunden wurde. Er ist also ausgewichen, er ist da schnell hoch. Er hat wahrscheinlich versucht, vom Bär zu flüchten, als er den Bär wahrgenommen hat, die Bärin genauer, da kommen wir nachher noch zu, und wurde dann auch sehr schnell, wie gesagt, wenn dieser Ort stimmt, wenn man das richtig interpretieren darf, dieses Bildmaterial, wurde er wohl sehr schnell vom Bär dann auch wieder eingeholt und das ist jetzt ein bisschen unerfreulich, ich versuche aber die ganz blutigen Details auszulassen, wahrscheinlich mit Tatzenhieben zu Boden geworfen. Das muss nicht zwingend so sein, Bärenangriffe, so man sie dann überhaupt beschrieben vorfindet. Das heißt, das Opfer hat überlebt und kann irgendwie sich einen Reim darauf machen, was der Bär eigentlich genau angestellt hat. Kann es sein, dass Braunbären sich tatsächlich kurz auf die Hinterbeine stellen, einmal diesen hier machen, hinterhalb einer Braunbärtatze. Die mag nicht sehr scharf sein von den Krallen her, drum hinterlässt die auch eher... Ja, so ein Mittelding zwischen Hämatom und Risswunde, weniger ein Schnitt, die sind nicht sehr scharf. Braunbären laufen auf der kompletten Sohle und haben die Krallen immer in Erdkontakt. Ja, also quasi, man muss sich das mit der menschlichen Hand her ungefähr so vorstellen. Dabei nutzen sie sozusagen ihre Fingernägel, also ihre Krallen, regelmäßig ab. Die bleiben also nicht sehr scharf, insbesondere die am Hinterbein sind ziemlich stumpf. Die Vorderkrallen sind etwas schärfer, aber auch nicht messerscharf oder sowas in die Richtung daher. Ist es irgendwie so ein Mittelding zwischen Reißen und schlicht der Kraft des Aufpralls, die riesige Hämatome verursachen kann. So, das hat er abbekommen, vermutlich unter anderem im Gesicht. Das dürfte dann auch ausgereicht haben, ihn umzuwerfen. Und dann gibt es noch mindestens zwei weitere erwähnenswerte, notwendige Verletzungen, nämlich einmal ein Kehlbiss zum Töten des Opfers. Das ist dann auch ein beabsichtigtes Töten. Braunbären sind als eher intelligentes Tier, sie sind vielleicht nicht die allerklügsten auf dem Planeten, aber doch sehr weit oben in der Intelligenzskala anzuordnen, sind die sehr wohl in der Lage rauszufinden, wo sich die Kehle bei einem Beutetier befindet, selbst wenn das Beutetier ein Mensch ist, der anders aussieht als andere Tiere, weil er ein Zweibeiner ist. Und ich warte jetzt doch den Flieger kurz ab. Oder ich warte den Flieger zumindest halbwegs ab. Kehlbisse haben Tötungsabsicht. Die dienen dazu, das Opfer wirklich zu töten, um es dann gegebenenfalls, Braunbären sind zwar kaum Fleischfresser, aber zählen halt doch zu den Raubtieren und haben einen Jagdinstinkt, um es dann gegebenenfalls zu verzehren. Ja? Meistens. Ein reiner Verteidigungsbiss, das könnte sein, dass das auch zuerst stattgefunden hat. Leider habe ich keine Informationen dazu gefunden, ob der Bauchbiss, der auch zugefügt wurde, auch das war also ein Biss, nicht ein Krallenhieb. Da muss man jetzt halt rausfinden, ist der Bauchbiss zuerst erfolgt oder der Kehlbiss zuerst erfolgt? Und das wissen wir halt leider nicht in dem Szenario. Und daher gehe ich davon aus, dass er wohl zuerst getötet worden ist und dann hinterher der Bauchbiss erfolgt ist, was auch Sinn ergeben würde, weil das die nächste Amtshandlung ist nach einem erfolgreichen Jagdversuch eines Braunbären, dass da eben genau in dieser Reihenfolge vorgegangen wird. Beute wird getötet mit einem Kehlbiss und dann wird mit
den Innereien angefangen, die sind am nährstoffreichsten. Sollte einem die Beute in irgendeiner Form noch entkommen, hat man dann das Wichtigste erstmal gefressen. So in etwa ist die Vorgehensweise ganz grob beschrieben. Nicht schön, überhaupt nicht, insbesondere nicht, wenn das Opfer ein Mensch ist, aber ist halt jetzt nun mal leider so. Gut, das ist, kann also relevant sein, dass wir hier mindestens eine Verletzung mit Tötungsabsicht haben. Die Tötung ist also ein Stück weit ja gewollt. Man darf einem Braunbären schon einen gewissen eigenen Willen und Entscheidungsfreiheit unterstellen. Ne? Das ist kein Roboter, der ist nicht nur instinktgetrieben, der hat schon Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen. Ja? Nachzudenken, so weit würde ich jetzt nicht gehen, auf den Menschen übertragenen Sinne, aber ja, es findet da eine Entscheidungsfindung statt. Ja? Daher ist hier eine gewisse Tötungsabsicht des Bären tatsächlich zu unterstellen, meiner Meinung nach. So. Und ich mag Braunbären, die sind großartig. Ja, um das gleich mal vorneweg nochmal klarzustellen, das ist ein großartiges Tier, aber es ist nun mal ein Raubtier und wie wir sehen können, nicht nur potenziell gefährlich, auch wenn statistisch gesehen, auch das müssen wir an dieser Stelle nochmal klarstellen, die Chance, selbst im braunbärreichen Gebiet vom Braunbär gefressen zu werden, in Europa verschwindend gering ist und solche Fälle nur sehr, 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 sehr selten vorkommen. Ja, sehr, 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 sehr selten. Eher stolperst du über deine Schnürsenkel und brichst dir dabei das Genick. Das dürfte ungefähr 10-mal so häufig sein. Tatsächlich so ein beklopptes Szenario, als dass man vom Braunbär gefressen wird. Nur, dass wir das auch nochmal korrekt eingeordnet haben. So, also, was wir zusätzlich noch wissen zu dem Ablauf der Tötung bzw. des Kampfes, dass er wahrscheinlich versucht haben wird, sich noch mit einem Stock zu verteidigen. Da gibt es jedenfalls entsprechende Berichte, dass man einen Stock sehr nah wohl an seiner Hand gefunden hat, der blutbefleckt war. Jetzt weiß ich allerdings nicht, das ist nicht näher ausgeführt, ob der Stock blutbefleckt war, weil er den Bär damit verletzt hat. Das könnte sein, das wäre aber in keinem Fall eine Verletzung, die den Bär aufhalten könnte. Das ist schlicht nicht möglich. Mit einem eben aufgehobenen Stock kann man einen Bären kratzen, möglicherweise ihm auch eine schmerzhafte Schürfwunde oder Ähnliches zufügen. Das war es dann aber auch. Das sind einfach das Höchste der Gefühle, was du mit einem eben aufgelösenen Stock gegen einen Bären ausrichten kannst. Wenn du damit feste draufhaust und der Bär sich aus irgendwelchen Gründen nicht wehrt, dann kriegt er blaue Flecken und ein paar Hämatome. Aber ansonsten passiert da wirklich nicht viel. Gut, also das mit dem Stock wird auch nochmal wichtig. Beziehungsweise, ja, kommen wir gleich zu. Aber das ist es jetzt mehr oder weniger, was wir faktisch zum Tathergang mit Sicherheit sagen können. Ein Stock hat wahrscheinlich eine Rolle gespielt. Möglicherweise stimmt das mit dem Fundort und die Verletzungen nach Obduktion sprechen eben für die Interpretation, wie ich sie jetzt abgegeben habe. Ne? Das ist wie gesagt alles überhaupt nicht schön. So, jetzt noch weitere Details. Wichtig ist, wie ich ja schon gesagt habe, der Mann ist Jogger gewesen. Das heißt, der rannte da voraussichtlich rum. Gehen wir davon aus, dass es auch ein schneller und guter Jogger gewesen ist. Das hat man nämlich berücksichtigt, als man das Suchgebiet, nachdem er nicht nach Hause kam, eingegrenzt hat, dass er normalerweise so und so schnell ist, und das war wohl schnell, und daher ungefähr da und da zu suchen wäre. Und dann sind auch sehr viele Forstbeamte auf die Suche gegangen oder Förster oder irgendwelche Waldleute jedenfalls. Damit muss man immer vorsichtig sein in den Medien. Wenn da Förster steht, dann ist da wahrscheinlich alle möglichen Waldleute, Waldberufe zusammengewürfelt worden. Wie dem auch sei, es tut auch nichts zur Sache. Man hat auch Spürhunde dabei gehabt und die haben ihn dann auch sehr schnell gefunden. Und das war auch ungefähr da, wo man vermutet hatte, wo er tendenziell sein sollte. Und das ist jetzt deswegen relevant, weil das eben heißt, er war ein recht flotter Jogger. So, und das kann jetzt zumindest eine mögliche Ursache sein, warum der Bär hier aggressiv gehandelt hat. Denn wenn jemand vor dir wegrennt, rennst du hinterher. Ne? Das ist dieser Verfolgungsinstinkt, den Raubtiere evolutionär mitgegeben haben. Was wegrennt, könnte Beute sein oder ist Beute, je nach Raubtier. Dann hängt es jetzt noch sehr stark davon ab, was wenn ins potenzielle Beutespektrum fällt. Potenzielles Beutespektrum. Ne? Beim Wolf ist das zum Beispiel auch der Mensch. Von der Größe her würde der da reinpassen. Es gibt
keinen objektiv unbedingt erforderlichen Grund, weshalb der Mensch als Wolf-Beutetier völlig ausgeschlossen ist, wie es manchmal behauptet wird. Das ist schlicht falsch. Da gibt es keinen objektiven Grund dafür. Und das gilt selbstverständlich auch für Bären. Ist ein Bär in der Lage, einen Menschen zu töten? Ja. Kann ein Bär einen Mensch relativ einfach verfolgen und einholen, wenn er wegrennt? Ja. Würde ein Bär instinktiv vielleicht auf die Idee kommen, das zu versuchen, wenn ein Mensch vor ihm wegrennt? Klares Ja, da gibt es reichlich Fälle, gerade aus den USA, wo das dann meistens ganz gut dokumentiert ist und man es dann dokumentieren kann. Das wird ja hin und wieder auch durchaus überlebt. Schwer verletzt und sehr traumatisiert, aber es wird hin und wieder überlebt. Und dann weiß man, dass der häufigste Fehler bei Bärenkontakt, den man ja auch auf keinen Fall machen soll, das weiß jeder, der sich mal ansatzweise mit Bärenangriffen auseinandergesetzt hat, wegrennen, ist falsch. Ja? Das hat hier aber mit Sicherheit... Ja, nicht mit Sicherheit, aber mit zumindest einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit stattgefunden. Entweder durch den Joggingprozess als solches, dass er da schon durch die Gegend rannte, möglicherweise am Bär vorbeigelaufen ist, ohne den zu bemerken. Der Bär dann gedacht hat, die Bärin, ne, nochmal, aber ich sage jetzt trotzdem der Bär, der Einfachkeit halber, gedacht hat, er sei Beute, hinterhergerannt ist. Und dass der Tötungsprozess relativ schnell erfolgt sein muss, würde auch für die Theorie sprechen, dass er schlicht mit Beute verwechselt, ist das falsche Wort, dass er als Beute wahrgenommen wurde. Ja? Weil Verwechslung würde ja bedeuten, dass der Mensch grundsätzlich auf keinen Fall im Beutespektrum eines Braunbären drin ist. Und das ist so halt nicht richtig. Ja? Braunbären sind wahnsinnig anpassungsfähige Tiere, die in einer Vielzahl von Lebensräumen vorkommen und sich auf eine Vielzahl von vorgefundenen Bedingungen anpassen können müssen, evolutionär, und das nicht nur müssen, sondern auch können. Und daher, es ist schlicht, ja, es gibt keine objektive Begründung zu sagen, weshalb prinzipiell wir Menschen grundsätzlich nicht als Beutetier in Frage kommen sollen. Wir sind langsam, wir sind eine Menge Fleisch, wir sind mindestens eine gute bis eine sehr gute Portion, je nach individueller Menge, die wir mit uns rumtragen. Ne? Und wir sind nicht so groß und furchteinflößend, dass wir einen Braunbären mit seinen, immerhin bei der europäischen Variante, gerne mal 250 Kilo, großartig beeindrucken würden. Ja, außerdem haben wir keine besonders großen Krallen oder besonders lange Zähne oder sonst irgendwie was. Falls man noch einen Stock dabei hätte, einen langen Wanderstab, Modell Gandalf oder sowas in die Richtung. Da gibt es Vermutungen, dass das einen positiven Effekt hätte und einfach die Wehrhaftigkeit, mit der wir auf ein Tier wirken, auch auf ein potenzielles Raubtier, dass das vielleicht noch ein bisschen erhöhen würde. Ja, aber zurück zur Situation, wenn du wegrennst, bist du potenziell Beute und kannst dann einfach auch ein, ohne dass der Bär groß drüber nachdenkt, einfach diesen Verfolgungsinstinkt auslösen. Das kennt man vielleicht, wenn man mit Hunden gerne spielen geht und spielerisch vor denen wegrennt, dann rennen die da auch ganz schnell hinterher und jagen einen spielerisch. Ja, die wollen dich nicht beißen, aber sie leben dabei schon irgendwo ihren, wenn was weg Rennen hinterher, Trieb aus. Das wird zumindest von manchen Hundeleuten so interpretiert, aber Hundepsychologie ist ja inzwischen was. Da muss man vorsichtig sein. Da gibt es wissenschaftliche Ansätze, selbstverständlich. Das ist auch hochspannend. Gerade mit einem Tier, bei einem Tier, das seit Jahrtausenden mit uns in Koevolution, muss man fast schon sagen, gesteuerter Koevolution, aber auch natürlicher Evolution, auch die läuft ja zusätzlich noch ab, sich befindet, ist das ein sehr spannendes Forschungsgebiet, aber es gibt halt leider eben auch da Hundepsychologen, die durch Beobachten von Hund autodidaktisch da was gelernt haben. Auch da gibt es wieder zwei Kategorien. Die Guten, die wirklich was gelernt haben, und die Pseudowissenschaft letztendlich. Gut, aber das ist jetzt erstmal ein ganz wesentlicher Aspekt. Auch die Tatsache, dass er sich dann verteidigen wollte, die müssen wir nochmal separat ansprechen. Oder dass wir jetzt zumindest mal davon ausgehen, dass er tatsächlich mit dem Stock in irgendeiner Form auf den Bär noch einschlagen konnte. Dazu gibt es, um es mal kurz zu machen, die Regel, ich kriege sie vom genauen Wortlaut nicht mehr ganz zusammen, aber zu
Bären in den USA. Die Faustformel, is it a black? Also wenn es ein Schwarzer ist, fight back, wehr dich. Ne? Is it a brown? Lay down. Stell dich tot, in größeren Zusammenhang auf Deutsch übersetzt. Is it a white? Dann kannst du deinem Schöpfer nochmal eben ein paar Grußworte zurufen, weil du wirst gleich das Zeitliche segnen. Und es gibt, sofern du nicht eine hochkalibrige Schusswaffe dabei hast, so ziemlich nichts, was du dagegen tun kannst. Sofern der Bär nicht beschließt, es bei einem Scheinangriff bewenden zu lassen, was bei Eisbären gar nicht so häufig vorkommt, dass es sich nur um einen Scheinangriff handelt. Ja, das bedeutet, Braunbär, wenn du nicht einen von zwei möglichen Gegenständen dabei hast, um einen Braunbär wirklich abwehren zu können, ist Gegenwehr tatsächlich nicht empfohlen. Allerdings gilt das für amerikanische Braunbären, die sind nochmal eine Nummer größer und nochmal eine Nummer härter drauf als unsere. Unsere sind eher rein von der physischen Erscheinung her auf dem Niveau eines Schwarzbären in den USA. Und daher könnte ich mir vorstellen, aber nur theoretisch, wir kommen gleich zu den zwei empfohlenen Gegenständen, dass man bei Mitführen einer einigermaßen brauchbaren Klinge beispielsweise, theoretisch auch eines brauchbaren Verteidigungsstocks, aber wer hat sowas schon dabei, damit den Bär frühzeitig doch so sehr verwunden könnte, dass der Bär beschließt, dass er es jetzt hier an dieser Stelle bewenden lässt und doch das Weite sucht. Man könnte sich das vorstellen. Ja, es gibt aber keine offizielle Empfehlung und das ist eine reine Spekulation von mir, dass das möglicherweise so wäre, einen europäischen Braunbär mit Messerstichen tatsächlich vertreiben zu können. Vertreiben, umbringen würde ich nicht. Möglicherweise stirbt er hinterher dran, aber so im ersten Moment so à la Old Shatterhand, nee, garantiert nicht. Ja, aber das könnte sein. Ist es eine gute Idee? Naja, rein, wenn man eben diesen wirklich auf Erfahrung basierenden Bärempfehlungen aus den USA folgt, nicht, weil dieses Lay Down, stell dich tot bei Braunbär, das dient dazu, Folgendes auszulösen. Nicht, dass, wenn der denkt, du bist tot, dann frisst er dich weniger, weil dann hat er keinen Hunger mehr, sondern ein Großteil der Bärenangriffe sind Verteidigungsangriffe, davon wahrscheinlich wirklich ein riesiger Prozentsatz von weiblichen Bären, die irgendwo in der Nähe ein Jungtier haben, und jede Annäherung an das Jungtier, auch wenn wir das überhaupt nicht wissen, dass wir uns dem genähert haben, als Bedrohung wahrnehmen. Und da das Jungtier nicht schnell laufen kann, die Bären notfalls schon, wird dann die Bedrohung gerne mal lieber eliminiert oder zumindest aktiv vertrieben, anstatt sich darauf zu verlassen, dass das Junge schon nicht entdeckt worden sein wird und so weiter und so fort. Man darf Braunbären nicht vermenschlichen, man darf gar kein Tier vermenschlichen, aber ein Hauch Interpretation kann man vielleicht von unserer Warte aus trotzdem leisten, denn ein Braunbär hat eine hervorragende Nase und ein Braunbär kann sich vielleicht vorstellen, dass andere Tiere, die eine potenzielle Gefahr haben, ebenfalls eine hervorragende Nase haben und geht davon aus, dass du ihn bemerkt haben musst, weil hier riecht es ja offensichtlich ganz eindeutig so, als wären wir hier beide die einzigen größeren Säugetiere, die hier weit und breit unterwegs sind. Ja? Und der hat also eine ganz andere, oder die Braunbärin, ne? Ganz andere Wahrnehmung der Umgebung, als das bei uns der Fall ist. Und wahrscheinlich wird ein so abstraktes Denken davon auszugehen, dass wir Menschen nicht riechen können, dem Braunbär eher fremd sein. Daher vielleicht ein Erklärungsansatz, warum die so überdurchschnittlich häufig aggressiv reagieren, obwohl man sich bloß in der Nähe aufhält, ohne irgendwelche besonderen aggressiven Handlungen gegenüber Nachwuchs durchzuführen. So, und weil es sich in diesem Fall wahrscheinlich nur um Verteidigungsangriffe handelt, ist hinlegen, die Hände in den Nacken, so als Nackenschutz, weil wenn du dich auf den Bauch legst, ist dein empfindlichster Körperteil immer noch der Hals, und das weiß der Bär eben auch, wie wir jetzt leider ein schreckliches Beispiel haben, dass der Bär das auch weiß. Um einen gewissen Schutz für den Nacken zu haben, wie viel das in der Praxis bringt, ist die andere Frage. Außerdem hast du auf dem Rücken hoffentlich noch einen Rucksack, den sollst du auch nicht abwerfen, sondern bitte aufbehalten, als so eine Art Schutz. Das wäre dann tatsächlich mal ein sinnvolles Anwendungsgebiet für einen unzerstörbaren taktischen Rucksack.
Tatsache, ja, ich habe dazu neulich erst wieder ein Video aufgenommen gehabt, deswegen ist das hier jetzt gerade relevant für die Leute, die mich regelmäßig verfolgen. Ne? Alle anderen einfach ignorieren den Einwurf. Egal, jedenfalls einen hohen Kragen, das wird nicht viel helfen gegen den Bärenbiss, kann nicht schaden, aber wird auch nicht wirklich viel helfen. Und das ist es auch im Grunde mit Erfahrungen, Empfehlungen und dann möglichst still liegen. Auch, und das dürfte schwierig werden, falls der Bär zubeißt oder auf einen einhaut oder sonst irgendwas, um zu signalisieren, dass man keine Gefahr mehr darstellt und quasi schon besiegt ist. Und der Bär wird im Fall eines besiegten Gegners dann nicht auf die Idee kommen, ja cool, dann kann ich jetzt eigentlich mal einen Haps nehmen. Das kommt zwar auch vor, aber meistens tun sie es nicht, sondern sucht dann mitsamt Nachwuchs das Weite, um eben weitere mögliche Bedrohungen, weil es sind dann noch mehr von der Sorte und der hat sie nicht richtig gerochen, zu eliminieren bzw. denen aus dem Weg zu gehen. Ja? Unmittelbare Gefahr erledigt, der kann sich beruhigt in Anführungszeichen zurückziehen, kontrolliert zurückziehen und man selber bleibt am Leben, gegebenenfalls schwer verletzt. Aber erstmal zumindest, sofern dann auch nicht bald Hilfe kommt, wird es das trotzdem gewesen sein, wäre schwer verletzt bei mitten im Wald, aber erstmal zumindest noch am Leben. Ja? So, das ist die generelle Empfehlung. Wenn man jetzt von dieser Empfehlung abweichen, versucht sich gegen den Bär zu wehren und sich die Vermutung, dass es sich um eine potenzielle Gefahr handelt, damit für den Bär bestätigt, dann wird der Bär gegebenenfalls andere Maßnahmen ergreifen, als einfach nur, okay, der gibt auf, der ist kaputt, dann kann ich jetzt wieder abhauen, sondern eben tatsächlich zum Tötungsbiss möglicherweise übergehen. Ob das hier jetzt ausschlaggebend war, das werden wir nie erfahren. Ja? Aber man sollte das zumindest wissen, um die Situation von allen Seiten irgendwie so gut es geht beleuchten zu können. Ja? Aber wir wissen es nicht. Das ist auch nochmal ganz, 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 ganz wichtig. Wir wissen vieles nicht. Wir wissen nicht, wie schnell er gelaufen ist, ob der Bär von hinten kam, ob der Bär vielleicht von vorne kam. Dann wäre das mit dem Laufen irrelevant gewesen. Inwieweit er die Böschung hochgelaufen ist und wo exakt der Tatort ist, das sind alles so ein bisschen spekulative Elemente. Wenn es ganz anders gewesen ist, müsste man die Situation, sobald man genau wüsste, wie die Situation gewesen ist, neu analysieren. Aber unter der Präambel, dass wir das jetzt korrekt interpretieren, läuft meine Analyse, ne? Dass wir das noch mal kurz geklärt haben. So, also der Verteidigungsversuch ist ohne wirksame Waffe eine schlechte Idee bei Braunbären. Das hat die Erfahrung eindeutig gezeigt mit den Braunbärüberfällen aus anderen Teilen der Welt. Das ist wirklich eine schlechte Idee. Mit einem Messer, wie gesagt, es kann funktionieren. Das überlasse ich dann einfach jedem selbst. Das setzt natürlich auch das Mitführen eines entsprechenden Messers voraus. Und damit meine ich nicht eine kleine Nagelschere Victorinox mit einer winzigen Klinge von so viel, sondern mindestens irgendwas mit 10 cm Klingenlänge und einigermaßen stabil. Ja, das wäre hilfreich, mindestens. Prinzipiell wäre hier natürlich ein riesiges Rambo-Messer oder ähnliches, wie die so schön heißen, dann tatsächlich die Waffe der Wahl. Aber ja, nur theoretisch. Übrigens rechtlich gesehen ist Notwehr und Angst vor Bären kein Grund, ein so übergroßes Messer führen zu dürfen. Das wird nicht akzeptiert, nur dass wir das mal kurz geklärt haben. Gut, soweit erstmal zu, was hätte man da machen können, wie könnte das abgelaufen sein. Was jetzt noch wichtig wäre, ist zum Bär. Ja? Bär bzw. Bärin ist nämlich eine jüngere Schwester, weiß nicht, wie viele Generationen da dazwischen ist, das habe ich nicht rausgefunden, aber eine jüngere Schwester von Bruno. Und jetzt wirkt es doch irgendwie seltsam, dass Problembär Bruno, der 2006, glaube ich, war das, in Bayern erlegt werden musste, weil er da rumrandaliert hat, beziehungsweise man nicht in der Lage war, ihn anders fangen zu können, als ihn zu erlegen, was aus heutiger Sicht durchaus hätte möglich sein sollen. Ein Erlegen wäre also nicht unbedingt geboten gewesen, insbesondere da es Platz gegeben hätte, wo man ihn hätte unterbringen können. Ja? Und auch angeboten. Gab, wir nehmen den Bär, also von verschiedenen Bärenparks und solche Dinge. Also wie gesagt, weiß man heute. Ja, das wäre also nicht zwingend erforderlich gewesen. Gut. Aber trotzdem eine gangbare Methode. Der Bär war gefährlich, das ist richtig. Der Bär musste irgendwie
entnommen werden im Sinne von nicht mehr da sein. Ja, das ist auch richtig. Das ist aus wildbiologischer Sicht heute auch unstrittig, dass ein solcher Bär nicht frei rumlaufen darf, weil er wirklich zu sehr mit dem Menschen habitualisiert ist und sich zu sehr dem Menschen nähert und dann eine Situation, wie wir sie jetzt zum Beispiel erlebt haben, damit vorprogrammiert ist und präventiv diesen Bär dann in irgendeiner Weise aus dem Verkehr zu ziehen. Also erst entweder durch Einsperren oder halt eben durch Töten. Das sind die zwei Optionen. Wenn einsperren, dann immer, ewig. Ja? Also der kann auch nicht irgendwo anders dann wieder laufen gelassen werden. Da gibt es nur ewige Haft sozusagen als Option, lebenslänglich. Und das dauert 35 Jahre oder sowas, wenn es noch ein junger Bär ist. Und das war bei Bruno ja der Fall, muss man auch wissen. Natürlich nicht zwingend, die müssen nicht so alt werden, aber sie können durchaus. 40 hat es, glaube ich, auch schon gegeben. Also die Bärin jetzt, die diese Tötung durchgeführt hat, die ist eben dessen jüngere Schwester, ältere Schwester, so rum, ältere Schwester, aus irgendeinem früheren Jahrgang von Nachwuchs von Jurka. Jurka wohnt im Wolf- und Bärenpark oder Bären- und Wolfpark Schwarzwald. Den kann man so ergoogeln. Ich war da schon ein paar Mal, habe da schöne Aufnahmen gemacht. Das ist auch wirklich ein Besuch wert. Großartige Einrichtung. Sehr, sehr, sehr toll ausgerichtet, was das Tierwohl angeht. Tipptopp. Viel bessere Orte gibt's nicht, wo du Raubtiere einfärchen musst, weil sie eingefärcht werden müssen, weil sie sonst einfach zu gefährlich wären und sowas sich dann gegebenenfalls recht schnell wiederholen würde. Es ist wirklich keine Option bei mit den Menschen habitualisierten Braunbären diese frei rumlaufen zu lassen. Das ist hochgradig gefährlich. So, und in diesem Fall, jetzt kommen wir leider zum Punkt, wo sich ein gewisses menschliches Versagen möglicherweise zugetragen hat. Ich will jetzt nicht sagen, es ist so, aber es steht zumindest mal im Raum, denn das war bekannt, dass das die jüngere Schwester, ältere Schwester, meine Fresse, von Bruno ist. Damit auch eben die Tochter von Jurka und noch einen anderen Bär, aber der Vater spielt bei Braunbären keine Rolle, der ist Erzeuger und danach verschwindet der wieder und dann haben die nichts mehr mit dem zu tun, außer dass er seinen eigenen Nachwuchs erkennt, insofern, dass er den nicht tötet. Nachwuchs von anderen Bären kommt durchaus mal vor, dass die getötet werden. Aber das bedeutet, Jurka könnte schon mit ihrer früheren, mit ihrem früheren Nachwuchs auch schon die Tendenz gehabt haben, dem Nachwuchs beizubringen, bei Mülltonnen gibt's was zu holen, zum Beispiel. Ja, das hat ja bei Bruno dann letztendlich zu dem ganzen Drama geführt, dass er von seiner Mutter gelernt hat, dass es bei den Menschen was zu holen gibt. Schlimmer noch, ein Hotelbesitzer hat die gefüttert, aktiv, damit er entsprechend Geld mit ihnen verdienen kann, weil wer hat schon einen Bär, der mal eben am Hotel auf der Terrasse vorbeischaut oder sogar einen Bär ein Junges, die sind ja bekanntlich niedlich, dazu dabei hat und die kann man dann bewundern und Fotos schießen von der Hotel, vom Balkon aus oder was auch immer. Das hat dem natürlich ordentlich Besucherdrang verschafft und war für ihn lukrativ, hat aber dafür gesorgt, dass die Bären halt eben völlig von ihrem natürlichen Verhalten abgekommen sind und Nahrung primär in der Nähe des Menschen gesucht haben. Braunbären sind dahingehend Allesfresser und Opportunisten, dass sie immer das essen, was sie am einfachsten bekommen können mit dem geringsten Aufwand. Und wenn dieser geringe Aufwand, und das schmeckt dann auch noch gut, darin besteht, Mülltonnen auszuleeren. Bären haben einen ganz anderen, robusteren Magen als wir. Was für uns verdorben ist, ist für die noch lange nicht. Und großartig eklig finden sie abgenagte Knochen. Von wem anders abgenagte auch nicht. Das kann man sehr wohl noch essen. Und da ist es also wirklich ein gefundenes Fressen und eine unglaublich einfache Quelle, um an Nahrung zu kommen. Und das hat eben Jurka erkannt, hat diese Erkenntnis als gute Mutter eben auch ihrem Nachwuchs weitergegeben. Und wie wir jetzt wissen, war das eben nicht das erste Mal bei Bruno der Fall, sondern wahrscheinlich das erste Mal auch schon bei dessen großer Schwester. Die hat keinen offiziellen Namen wie Bruno oder Jurka oder sonst wie, sondern nur ein Kürzel mit zwei Buchstaben und einer Nummer. Kriegst nicht mehr ganz zusammen, ist auch nicht so wichtig. Aber die Täterin jedenfalls war also wahrscheinlich auch schon habitualisiert. Und jetzt kommt der Knackpunkt.
hat auch schon mal einen Menschen angegriffen. Das ging einigermaßen glimpflich aus, aber die Behörden haben damals, zumindest schreibt das so die Presse, auch da kenne ich wieder keine Details, die über das, was die Presse schreibt, hinausgehen, haben damals nur beschlossen, den Bär zu markieren, sprich ein Sendehalsband zu verpassen. Was übrigens seit schon einer ganzen Weile nicht mehr funktioniert. Darum kann man den Bär auch jetzt nicht direkt finden. Er soll jetzt erlegt werden. Das ist auch schon beschlossen und das wird auch so gemacht, wenn es dann klappt. Ja? Also dieses Sendehalsband, na, wie gesagt, es hilft jetzt überhaupt nicht. Es sollte damals dazu dienen, zu gucken, wie gefährlich der Bär denn wirklich ist. Wie oft nähert er sich den menschlichen Siedlungen, wie oft nicht und so weiter und so fort. Richtig wäre aus Sicht vieler Wildbiologen, vieler, nicht aller, gewesen, bei einem Angriff auf einen Menschen ein absolutes Warnsignal. Das würde bei einem Wolf auch sofort die sofortige Entfernung, also Tötung des Wolfs, Entnahme, sagt man immer so schön in der wildbiologisch, würde das sofort zur Folge ziehen. Ja? So schnell man das eben umsetzen kann. Ja? Denn man muss den ja erstmal finden und dann muss man ihn auch erstmal tot vom Leben zum Tode befördert bekommen. Das ist auch gar nicht so einfach. Aber das wäre hier nötig gewesen. Eigentlich, ja? Nach Meinung sehr vieler Wildbiologen. Das ist so diese Grundsatzstrategie zum Umgang mit gefährlichen Tieren in mindestens auch besiedelten Räumen. Mindestens auch, ja, bis besiedlungsreich. Italien, auch wenn das eine eher locker besiedelte Ecke von Italien ist, würde ich schon noch als mindestens mal fast besiedlungsreich ansehen wollen. Das ist so gerade im Übergang. Aber hier wäre es aus meiner Sicht absolut erforderlich gewesen, den Bär zu entnehmen. Entnehmen kann in diesem Zusammenhang natürlich auch bedeuten, dass er zu ihrer Mutter verfrachtet wird, zu uns in den Südschwarzwald. Na, wäre eine Option gewesen. Ja, jetzt ist das viel zu umständlich. Man müsste sie ja erstmal betäuben, da sie jetzt offensichtlich als gefährlich, also wirklich für den größten Dödel, jetzt auch wirklich offensichtlich genug, hoffentlich, als gefährlich wahrzunehmen ist, muss sie jetzt geschossen werden. Ja? Das ist, da führt aus meiner Sicht überhaupt kein Weg dran vorbei. Ja, Tierfreund hin und her und so weiter und so fort. Aber allein für die Akzeptanz von Raubtieren, wenn man grundsätzlich der Meinung ist, dass Raubtiere ihren Platz in unseren Ökosystemen, die auch wir bewohnen, verdient haben oder ihr ihnen zustört, dann ist es erst recht unglaublich wichtig, dass man für die Akzeptanz dieser Raubtiere wiederum als Mensch akzeptiert, dass einzelne Individuen, die gefährlich sind, ganz offensichtlich, entnommen werden, sprich getötet. Ja, das ist erforderlich. Da sehe ich auch, da ist dann auch kein Weg für einen Kompromiss mehr. Das ist dann einfach erforderlich. Weil bis man die jetzt betäubt hat und so weiter und so fort, das ist auch bei Bruno ein Stück des Problems gewesen. Weshalb hat man ihn nicht betäubt? Da wäre es doch potenziell möglich gewesen. Man hat es auch zuerst versucht, dann wurde die Situation aber immer brenzliger. Man hat immer mehr Panik bekommen. Und dann war letztendlich ausschlaggebend eine Gewehrkugel, ne? Ein ballistisches Geschoss, das fliegt über bekanntermaßen ein paar hundert Meter und so weiter und so fort. Ich treffe mit einem guten Gewehr über 400 Meter noch eine Pappkamerad-Silhouette und solche Späße. Ja, das G36 ist ein gutes Gewehr. Kann nichts anderes behaupten, egal. Jedenfalls, ich weiß nicht, was ein sehr gutes Gewehr dann ist, aber ja. Das ist einfach viel einfacher. Ja? Ein Betäubungspfeil, der hat eine Reichweite von 20 Metern effektiv. Und das ist auch schon schwierig, ja. Vielleicht halt 30 Meter, wenn du da wirklich das Topmodell und so weiter und so fort hast. Und für einen Bär muss das ja nicht so ein ganz, ganz kleiner Putzelfeil sein, sondern schon ein ordentlicher, wo auch eine gewisse Menge Narkotikum drin ist, oder Sedativum oder wie auch immer man das in dem Zusammenhang nennt, damit der Bär dann auch wirklich still liegt und wirklich pennt, und das auch einigermaßen flott. Und das ist schon viel, 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 viel schwieriger als den gegebenenfalls auf 200-300 Meter mit einer super tödlichen Hohlspitzgeschoss von mir aus einer sehr hochkalibrigen Präzisionswaffe zu erlegen. Ja, und drum jetzt, wo wirklich Zeitmangel ist. Ja, der Bär muss weg. Der Bär muss jetzt bald weg. Weil möglicherweise ist er auch verletzt. Wir wissen ja nicht, wessen Blut da am Stock klebt. Und da kann eine kleine Verletzung schon reichen, die mit Mensch ist gleich gefährlich, ist gleich greift mich an, assoziiert wird, dass der Bär jetzt, die Bärin jetzt noch gefährlicher ist. Also die muss wirklich schleunigst weg. Das muss man so deutlich sagen.
Ja, und das ist jetzt eben halt der Punkt, wo man ein gewisses Behördenversagen, ein gewisses organisatorisches Versagen unterstellen muss, weil beim ersten Angriff auf einen Menschen ist das Tier zu entnehmen. Aus meiner Sicht ist das ein absolutes Muss. Ja. Da kann man dann auch nicht, beziehungsweise da sollte man dann auch nicht vor auf PETA vor Ort, Greenpeace vor Ort oder wer auch immer vor Ort da tatsächlich dann noch behauptet, dass der Bär noch zu schonen sei. Oder gar den Medienberater, der da behauptet, ja, du kannst doch nicht die ältere Schwester von Bruno jetzt auch erschießen. Das wäre sehr, sehr blöde, ne? Es gibt übrigens auch Stimmen, die jetzt von einer genetischen Prädisposition zu aggressivem Verhalten ausgehen. Das wäre was, was man eigentlich interessanterweise mal ein bisschen untersuchen könnte. Leider ist die Datenlage außerordentlich dünn. Wir kennen jetzt genau eine Bärenfamilie, die eine Prädestination zu aggressivem Verhalten aufweist. Die Mutter selber ist zwar nie aggressiv geworden, ihre beiden Jungtiere, Bruno, kann man sich streiten, inwiefern der wirklich, wirklich aggressiv gewesen ist. Aber zumindest sehr, sehr verhaltensauffällig und auch da muss man schon einschreiten. Ja? Und wir reden hier auch nochmal, das ist wichtig, wir reden hier vom Braunbär und nicht vom Wolf. Ein verhaltensauffälliger Wolf, das geht los, wenn der Nutztiere frisst. Das wäre beim Bär auch so definiert, aber ein Wolf, der Nutztiere frisst, der ist noch sehr weit tendenziell davon entfernt, Menschen anzugreifen, weil das erstens nicht nötig ist, ne? Der hat genug Futter. Zweitens, Menschen wehrhafter wirken auf so einen 40-Kilo-Wolf als ein Schaf. Das ist schon nochmal ein großer Unterschied. Oder gegebenenfalls ein Kalb, junges Pferd und so weiter. Und ja, es gibt Fälle, wo Wölfe auch mal ausgewachsene Pferde oder Kühe angreifen, aber da werden die schon entweder ein bisschen durchgedreht sein oder schon wissen, dass eine Standardweidekuh jetzt nicht das wehrhafteste Tier aller Zeiten ist. Wobei viel mehr Menschen durch Kühe getötet werden als durch Wölfe. Weil ein bisschen wehrhaft sind sie dann doch. Und wenn du ihnen auf der Weide irgendwie den Eindruck erweckst, als würdest du ihre Kälbchen bedrohen, dann rennen sie vielleicht schon mal auf dich zu. Und die haben Masse, die können dich, auch wenn eine rennende Kuh vielleicht ein bisschen lustig aussieht, aber umschmeißen tut die sich dich trotzdem. Und dann muss sie nur aus Versehen über dich drüber trampeln und schon bist du im Eimer. Ja, die wiegt nämlich ein bisschen was. Gut. Generell, ja, Wildtiere bloß nicht unterschätzen. Wildtiere sind Wildtiere, sollten auch Wildtiere bleiben und müssen mit einem gewissen Respekt und heißt Abstand beobachtet, behandelt werden und dann kann man sich über ihre Anwesenheit auch freuen und das uns wunderschönes, bereicherndes Naturerlebnis verbuchen. Nicht, wenn man ihnen zu sehr auf den Keks geht und selbstverständlich natürlich auch nicht, wenn in solchen Situationen, wie wir das jetzt hier hatten. Ja? Und das ist vor allen Dingen deswegen so eine Dramatik, weil es halt der ganzen Braunbärpopulation jetzt schadet. Das Projekt Braunbär in den Alpen wird darunter massiv leiden. Es wird jetzt Stimmen geben und die gibt es tatsächlich ja auch nicht von ungefähr, sondern die sind begründet. Die sagen, Braunbär in den Alpen, zu sich besiedelter Raum, kann nicht funktionieren, Braunbär muss da wieder weg. So, dazu nächstes Thema sozusagen. Die Dichte des Braunbären im Trentino beträgt 100 Bären in dem Gebiet. Ja, die war ausgelegt auf 50. 50 wollte man gerne haben, 50 hielt man für einen erhaltenswerten Zustand. Da dann aber aus Gründen, die wir nicht kennen, die ich auch nicht kenne, weil ich nicht genügend Italienischen drin stecke, ne? Da nicht eingeschritten hat, als die 50 überschritten war. Es wurden keine Bären entfernt, weder durch Jagd noch durch Entnahme und woanders hin auswildern. Das wäre auch wahnsinnig teuer gewesen. So reich ist Italien bekanntermaßen nicht. Auch nicht mit Hilfe von irgendwelchen NGOs, die das wahrscheinlich auch nur sehr ungern bezahlt hätten. Das ist nämlich wirklich, wirklich, wirklich teuer. Und ja, deswegen ist die Dichte der Braunbären halt angestiegen und beträgt schlicht und ergreifend das Doppelte von dem, was mal ursprünglich veranschlagt war. Und auch das ist einfach keine besonders gute Idee. Es gab schon Gründe, weshalb man damals 50 Bären gesagt hat. Jetzt ist 50 Bären kein genetisch gesehen nennenswert günstiger Erhaltungszustand. Ja? Die Bären müssen untereinander ja einen gewissen Austausch haben, was einfach den Genaustausch angeht, sonst gibt es zu viel Inzest und dann gehen die Gene verloren und insbesondere da die paar Restbären
Bären, die in der Alpenpopulation noch vorhanden waren, ohnehin schon inzestuös vorbelastet sind. Das ist bei Restpopulationen, alle anderen sind ausgestorben, fast immer der Fall, dass die letzten bestangepasstesten, die letzten sind, die noch überlebt haben, und die haben sich dann untereinander verpaart und deren Nachkommen dann wahrscheinlich wieder und so weiter, und viel dazugezogen ist nicht. Die Alpen sind schon ewig keine Bären von woanders mehr eingewandert gewesen. Und jetzt hat man natürlich die Genetik weit erweitert, indem man die Bären von ganz weiter weg da ausgewildert hat. Also wildbiologisch erstmal ein tolles Projekt. Nur, ja, wenn die Dichte dann zu hoch wird. Und drum gab es diese Begrenzung auf 50 Tiere, soweit ich das recherchieren konnte, weil man sich eben Sorgen gemacht hat, wenn die Dichte zu hoch wird, dann steigt logischerweise auch die Zahl der Begegnungen mit Mensch, mit erhöhter Zahl der Begegnungen mit Mensch besteht jedes Mal ein Risiko von X, dass da irgendwas schief geht, wenn die Bedingungen nur ungünstig genug sind. Und das ist jetzt halt eingetreten. So. Ja, also auch da kann man sich kloppen, und wer möchte und das auf die Wolfpopulation in Deutschland übertragen möchte, da sind wir halt auch wenn ich den Wolf sehr gerne mag, und da hinten ist er irgendwo hoffentlich, und guckt mir zu, wir müssen auch für uns irgendwo feststellen, wann wir den Punkt einer kritischen Population erreicht haben, bei der die Zahl der Begegnungen von Mensch und Wolf so hoch ist, dass mit der Dunkelziffer X des Risikos, dass da mal was schief geht, das irgendwann nicht mehr tragbar ist. So, aber jetzt müssen wir uns klar machen, letztendlich ist das ein gesamtgesellschaftlicher, bestenfalls Entscheidungsprozess bzw. politischer Entscheidungsprozess, der hoffentlich durch die gesamte Gesellschaft gedeckt wird, was ja auch nicht immer der Fall ist, aber wäre schön, zu entscheiden, wo dieser Punkt liegt. Ja? Und da muss eine mögliche Herangehensweise eben auch sein, zu sagen, dass x Tote durch dieses Tier pro Zeiteinheit, meinetwegen ja, nicht schön sind, aber zum Erhalt der Natur akzeptiert werden müssen, weil der Erhalt der Natur als funktionierendes, vollständiges Ökosystem inklusive Großprädatoren einen Wert an sich darstellt, der ein immer noch unglaublich geringes, wahnsinnig niedriges Risiko von einem Raubtier gerissen zu werden, gefressen, jetzt in diesem Fall nicht, gegessen hat er da nicht viel, hat sie da nicht viel von, aber zumindest getötet zu werden. Ist das akzeptabel oder ist das nicht akzeptabel? Und hier gibt es keine wissenschaftliche Herangehensweise und irgendeine wissenschaftlich fundierte Antwort dazu. Das muss man als Gesellschaft entscheiden, und das wird Italien bzw. mindestens die Region Trentino jetzt auch müssen. Diskutiert wird, ob man den Bärenbestand tatsächlich auf die 50 vorgesehenen Exemplare absenkt. Das soll erfolgen, indem die Tiere eben ausgewildert werden, also gefangen und woanders ausgesetzt. Ja, ist die Frage, wer die haben möchte. Das müsste man dann auch noch mal gucken. Ja, alternativ könnte das natürlich durch eine Bejagung des Bestandes erfolgen. Das ist nach europäischem Recht sehr, sehr, sehr schwierig, da Braunbären streng geschützt sind und nur im Einzelfall, wie jetzt hier zum Beispiel, die entnommen werden dürfen, wenn der Einzelfall das erfordert. Aber eine Populationsreduktion um die Hälfte in diesem Fall wäre erstmal schwierig. Ja, da bräuchte man schlimmstenfalls tatsächlich dann irgendwie das Europäische Parlament oder den Europäischen Gerichtshof oder irgendwas anderes, was lange dauert, bis da dann eine Entscheidung da ist, um das dann auf höchster Ebene letztendlich durchzukriegen. Weil wenn du jetzt das ganz regional entscheidest, wird jemand klagen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, dass irgendwer aus irgendwo vom Europäischen Gerichtshof dann da klagen wird, dem halt Bären so wichtig sind, dass ein toter Jogger kein Grund wäre, die Bärendichte zu reduzieren. Ne? Und das predige ich ja auch schon seit Jahren. Eines Tages, das kann in 100 Jahren sein, das kann in 10 Jahren sein, das kann morgen sein, das wissen wir nicht.
kann es passieren oder wird es wahrscheinlich passieren, dass sich was Ähnliches möglicherweise in Deutschland zuträgt, möglicherweise mit dem Wolf. Vielleicht haben wir auch irgendwann tatsächlich, trotz der Tatsache, dass ich das für eine blöde Idee halte, Bären in Deutschland. Und dann trägt sich hier auch sowas zu und dann werden auch wir national und regional die Diskussion führen müssen, wie viel tote Leute, gegebenenfalls Kinder, das war hier dankenswerterweise ja nicht der Fall, was heißt dankenswerterweise, ist ein Kinderleben mehr wert als das eines 28-Jährigen? Auch eine ganz böse Diskussion. Ne? Aber ich glaube, ein Kind hätte uns alle noch mehr schockiert. Ich hoffe, so darf ich sagen. Das heißt jetzt aber nicht, dass dieser Italiener in irgendeiner Form nicht wertvoll gewesen wäre. Ne? So, ja, also schwierig. Ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Ja? Im Grunde, rein statistisch, rein wissenschaftlich bewertet, ist jetzt eigentlich nur eine geringe Wahrscheinlichkeit eingetreten, die bisher immer in Kauf genommen wurde, weil sie noch nicht eingetreten ist. Ja, im Grunde ändert sich an der Rechnung, an der Mathematik der Situation mit dem Bär in dieser Landschaft, ändert sich nichts. Hätte man vorher gewusst, wie viele Jahre und wie viele Bärbegegnungen es braucht, bis es mal zu einem tödlichen Unfall kommt, ja, dann hätte man das vorher auch bestimmen können. Und ich bin mir aber sicher, dass es zumindest Wildbiologen gegeben haben muss, die damals auch schon gesagt haben, dass ein Risiko X, auch wenn wir nicht wissen, wie viel das ist, besteht. Und das hat man damals in Kauf genommen. Und ja, konsequent wäre jetzt natürlich zu sagen, okay, das haben wir akzeptiert, dann akzeptieren wir jetzt auch die Folgen. Politisch beliebter ist wahrscheinlich eine Reduktion der Bärenpopulation. Wir leben aber auch in einem, was Natur angeht, aufgeklärteren Zeitalter als 2001 oder 2002, als die Bären da ausgewildert worden sind. Weshalb da jetzt so viele sind, ne? Keine Ahnung. Ja? Wie gesagt, es ist ein gesamtgesellschaftlicher Diskussionsprozess, den nicht wir führen müssen, sondern die Italiener und gegebenenfalls vielleicht noch die Österreicher und die Schweizer, denn die haben auch Bären. Wir nicht, beziehungsweise nur die ganz seltenen Besucher in Bayern. Flieger! So, um jetzt ein bisschen zu einer Konklusion zu kommen und dann ist auch gleich Schluss versprochen. Die Tatsache, dass es ein Jogger war, dass er sich falsch mit ganz fetten Anführungszeichen, ja, nicht empfohlen verhalten hat. Nicht, dass ich das richtig machen würde in so einer Situation. Glaube ich auch nicht, dass ich das dann hinkriegen würde. Das kann man jetzt auch als Argument verwenden, um zu sagen, okay, unter solchen besonderen speziellen Umständen, da kann es dann halt mal passieren, verhalten Sie sich in Zukunft im Wald einfach richtig. Und damit kommen wir jetzt noch, das hatte ich angedeutet, zu den zwei Gegenständen, die man halt dabei haben sollte, wenn man im Bärengebiet unterwegs ist, um da einigermaßen sicher unterwegs zu sein. Und wenn wir uns die USA angucken, können wir uns ja fast schon denken, was der eine Gegenstand ist, nämlich, ja, Peng, großkalibrige Schusswaffe, nicht ein kleines Puppi. Puff, puff, Revolverchen, was auch außerordentlich tödlich ist. Ne? Machen wir uns nichts vor, das ist, Schusswaffen sind schon heftig. Nichtsdestotrotz, für einen Bär würde sich da wirklich was anbieten, was ordentlich Durchschlagskraft hat. Nicht 9 mm, sondern Magnum. Ne? Sowas in die Richtung. Ein Revolver würde reichen mit entsprechend dicken Kugeln. Man könnte, da ein Revolver ungern als Kriegswaffe verwendet wird, zum Beispiel, nicht, dass ich das befürworte, ich lehne es auch nicht ab, zum Beispiel in Regionen mit Bär das Waffengesetz dahingehend aufweichen, dass großkalibrige Revolver zur Bärenabwehr, also eine spezifische Waffe, die nur für diesen Zweck, also die kann man natürlich auch zweckentfremden, selbstverständlich, ja, aber sie ist erstmal eine Waffe, die für diesen Zweck gedacht ist. Ja, und diese dann speziell in dieser Region erwerben erlauben, gerne mit jede Menge Personalien angeben und so weiter und so fort. Mit Bedürftigkeitsprüfung, mit persönlicher Eignung etc. pp. Und dann im Bärengebiet bei Betreten des Waldes, bei Verlassen des Fahrzeugs, bei Weg vom Parkplatz, das kann man dann ja näher definieren, darf sie aus einem verschlossenen Behältnis zum Transport von Waffen entnommen werden und darf während des Aufenthalts im Waldes dann vielleicht geführt werden. Nochmal, ich sage nicht, ich finde das gut, ich sage auch nicht, ich finde das schlecht, ich sage nur, das ist eine Option, über die wir reden müssen.
Oder über die wir reden müssten, hätten wir Braunbären. Über die Italiener vielleicht reden könnten. Ja? Ich habe keine Ahnung, wie das italienische Waffenrecht da funktioniert. Aber nach deutschem Recht wäre es ungefähr so, müsste man das dann als Ausnahmeregelung machen. Und wirklich die Begrenzung eben auf den großkalibrigen Revolver. Ja, theoretisch könnte man es auch auf die allseits beliebte Pumpgun, ne, begrenzen, die dann auch mit Flintenlaufgeschossen zu laden wäre. Also sprich eine massive Kugel, nicht mit Schrot. Was auch ideal ja, sehr tödlich halt bei Bärenangriffen ist und daher die beste Verteidigungswirkung darstellt. Das sind die beiden Waffen, Schusswaffen, die bei Bären empfohlen werden. Erstens mal Schrotflinte mit Flintenlaufgeschoss. Zweitens großkalibriger Revolver. Theoretisch könnte man auch eine großkalibrige Pistole nehmen. Die sind aber schwierig in der Handhabung und nicht so schnell einsatzbereit wie ein Revolver. Ein Revolver ziehst du, peng. Ja? Den musst du auch nicht relativ... Du kannst den sofort direkt abdrücken. Wenn du den Abzug ziehst, dann kommt da eine Kugel raus. Du kannst ihn vorher entspannen. Man kennt ja diesen Hahn da hinten. Western haben wir alle schon gesehen. Den kannst du zurückziehen. Dann ist der Widerstand beim Abziehen der Waffe geringer und die Präzision ist größer. Aber der durchschnittliche Revolver, da gibt es jetzt Double, Single Action, Double Action und so weiter und so fort. Ich hatte ja mal Waffenkunde. Aber... Der durchschnittliche Revolver hat eben die Möglichkeit, dass du den ziehst, mit Schmackes den Abzug durchziehst und dann kommt da eine Kugel raus und wenn ein Bär sich 3 Meter vor dir befindet, ist die Chance, dass du den dann triffst, so du das auf dem Schießstand mal geübt hast, gar nicht mal so gering, obwohl die Teile einen Rückstoß haben wie ein Pferd. Ja? Das tritt. Option A. Option B, Bärenspray. Ja? Und Bärenspray ist natürlich die politisch gesehen erheblich angenehmere Lösung. Bei Bärenspray muss man eine Sache beachten, nämlich, das ist nicht so ein kleines Anti-Hund, wie ich es neulich aus Recherche-Requisitengründen in einem Video dabei hatte. So ein ganz kleines, man hat Angst vor Hunden, Hundeabwehrspray, sondern das ist so eine Flasche. Ja? So eine 400 Milliliter ist empfohlen. 1000 Milliliter ist besser. Ja, das gibt es sehr wohl. Eben gerade in Alaska rennt man mit sowas am Gürtel gegebenenfalls rum, so man dann kein US-Amerikaner ist und halt doch eben die Knarre stattdessen dabei hat. Aber Touristen kriegen sowas. 400 Milliliter Minimum, 200 Milliliter kann man drüber nachdenken, wenn das Risiko, dem Bären zu begegnen, sehr, 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 sehr gering ist und man sich nur zusätzlich noch so ein kleines bisschen psychologisch absichern wollen würde. Aber das muss schon eine richtige Flasche sein. Und die muss dann wiederum griffbereit sein. Das heißt, die gehört an ein Holster, an den Gürtel oder an den Rucksacktrageriemen oder sonst irgendwo hin im Bärengebiet. Ehrlich gesagt, die Amis mögen in mancherlei Hinsicht ein bisschen komisch wirken für uns Europäer. Ja? Ich sage nicht, dass die nicht Unrecht haben, aber manchmal habe ich den Eindruck, sie hätten Unrecht. Ja? In mancherlei Dingen ihrer Kultur. Gut, aber... Im Bärengebiet rumrennen, da macht eine Schusswaffe schon irgendwo Sinn, ja. Insbesondere in einem Gebiet, in dem man weiß, dass die Bären sehr wohl aggressiv auf Menschen reagieren können, siehe Alaska, Kanada etc. pp. Das ist halt so. Da wird ja wirklich regelmäßig jemand vom Bär gefuttert. Das stört dann auch niemanden, weil da der gängige Diskurs in der Bevölkerung so abläuft, ja, hat er denn einen Peng-Peng dabei gehabt? Nee, hat er nicht. Ja, dann lag's daran. Ganz einfach. Ja, musst du halt Peng-Peng dabei haben, dann wirst du auch nicht vom Bär gefressen. Und damit hat sich das erledigt und deswegen sind die Bären akzeptiert und kein Mensch denkt drüber nach, irgendwie die Bären, also gefühlt denkt keiner drüber nach, wird es mit Sicherheit auch geben, aber die Bärenpopulation irgendwie abzusenken, weil jeder kann sich ja vorm Bär schützen. Das ist ja dieses generelle Mantra, wenn du eine Waffe dabei hast, dann kannst du die Guten vor dem Bösen schützen, denn du selbst bist ja keinesfalls einer der Bösen. Ja, können wir lange drüber diskutieren. Wisst ihr alle, dass das ein Thema ist, was sehr schnell mal spaltend wirkt. Ja, aber gut, ne? Das sind die zwei Knackpunkte, die eben in dieser Diskussion dann halt auch noch aufkommen müssen. Für den Wolf, um das gleich mal zu klären, ein Tierabwehrspray gerne, ja, da reicht dann auch ein kleines, irgendwas auf Hundgröße, ja. Ne? Ein Wolf ist keine unbesiegbare, gigantische Kreatur mit super langen Zähnen, unglaublicher Kraft und dazu noch der Möglichkeit, sich aufzustellen und die links und rechts eine zu verpassen. Ja, ein Wolf ist gefährlich, ja, potenziell sehr, insbesondere für Kinder, aber ein Wolf kannst du, so du es kannst den wegkicken. Ja?
Also vorausgesetzt, du hast jahrelang Wolf-Weg-Kick-Training genommen in einer Wolf-Weg-Kick-Schule. Ja? Aber der lässt sich auch mit dem Stock abwehren. Ja? Den haust du, dann haut der ab. Wölfe sind keine Idioten. Wenn die merken, ihr Opfer ist potenziell wehrfähig und die sind nicht am Verhungern, und das wird in den nächsten 100 Jahren in Deutschland nicht der Fall sein, dann kannst du einen Wolf abwehren. Ja? Insbesondere als Erwachsener, mindestens sportlicher Mensch. Ja? Also auch eine Frau kann das, ja? Wenn sie einigermaßen, ne, fit ist und vielleicht gegebenenfalls sogar mit so einem Stock mal schon 3-4 Mal auf irgendwas draufgehauen hat, das sich möglicherweise sogar wehrt. Das geht. Ja? Für den Wolf ist also die Notwendigkeit, auf Schusswaffen zurückzugreifen, viel, 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 viel weniger wahrscheinlich. Und weil es der Top-Kommentar unter jedem meiner Wolf-Videos ist, was ist, wenn ein Rudel kommt, passiert nicht. Ja? Die jagen zwar möglicherweise im Rudel, aber kaum in Deutschland, kommt ganz selten mal vor, weil es einfach nicht notwendig ist. Jagd im Rudel brauchst du, wenn du einen Elch erlegen willst als Wolf. Ja? Brauchst du nicht für ein Reh. Und zweitens, wenn es Wolfsangriffe gibt, weltweit, soweit wir das irgendwie statistisch irgendwie belegen können und wissen, dann sind es alte, kranke, schwache Tiere, die einzeln keinen Zusammenhalt mit ihrem Rudel mehr haben, vielleicht auch deswegen Menschen angreifen und dann vorzugsweise schwache, abgelenkte, schlafende Leute. Mit einer Ausnahme, nämlich auch hier ein Jogger oder eine Joggerin war es, glaube ich. Das weiß ich jetzt nicht mehr, welches Geschlecht die hatte. In Alaska mit Kopfhörern. Drum wäre es auch interessant gewesen, ob unser Jogger hier bei unserem Bärenfall auch Kopfhörer getragen hat. Aber da nichts darüber berichtet wird, gehe ich davon aus, dass das nicht der Fall gewesen ist. Die unwissentlich vom Rudel weggelaufen ist und den Verfolgungs- und Beuteinstinkt des Wolfsrudels, in diesem Fall auch das Rudel, ausgelöst hat. Ja, also hier war es tatsächlich ein Unfall und eine Verwechslung ein Stück weit durch, ja, auch dieser Frau möchte, oder Mensch, Mann, Mensch, Mensch ist gut, möchte ich nicht unterstellen, falsch gehandelt zu haben. Da denkt man nicht dran, vielleicht muss man da auch nicht dran denken, aber eine andere Handlungsweise und Verhaltensweise, insbesondere das Nichttragen von Kopfhörern, das Bemerken der Wölfe, hätte wahrscheinlich Schlimmeres verhindern können. Aber das wissen wir natürlich nicht genau. Aber das ist, wenn man bedenkt, wie viele Wölfe es gibt, und das sind erheblich mehr als Bären, und die gibt es in erheblich mehr Regionen als Bären, und der geringen Zahl von Wolfsangriffen in den letzten Jahren auf Menschen, die ist nämlich wirklich verschwindend gering. Es gibt welche, ja, aber super, super, super wenige, wenn man bedenkt, wie viele Wölfe mit wie vielen Menschen in engerem Kontakt und so weiter und so fort unterwegs sind. Das ist also wirklich eine ganz andere Situation. Und Wolfsangriff heißt ja auch nicht gleich, jemand ist getötet worden. Das ist bei einem Wolfsangriff auch viel weniger wahrscheinlich als bei einem Bärenangriff. Und das waren jetzt einfach noch so ein paar Punkte, die ich gerade mal vorne wegnehmen möchte, weil ich weiß, dass das in den Kommentaren wahrscheinlich dann trotzdem noch drinstehen wird. Was natürlich nicht heißen soll, dass ihr euch in den Kommentaren irgendwie zurücknehmen müsst, außer bitte höflich bleiben, bitte freundlich bleiben, also freundlich im Rahmen einer einigermaßen gesellschaftlich akzeptablen Schreibweise. Ihr müsst jetzt auch nicht ganz viele Zwinker-Smileys und Herzchen in den Kommentar reinschreiben, ne? Aber ja, ne, wisst ihr Bescheid. Muss ich auch niemandem erzählen. Ist ja allgemein bekannt. So, das ist es, glaube ich. Alles, was ich dazu zu sagen hatte, ist ein bisschen länger geworden als geplant. Aber ja, ihr wisst Bescheid. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.